Skyrim, Sparking Skyrim. Skyrim. Es geht los hier auf Yoshi's Story. Island? Story. Story. Ja, Island ist viel cooler. Das mit dem Der Brawl mit Piano-Textur-Hack. Piano-Textur-Hack? Kennst du das Ding, ne? Ach doch, Stern. Welche Farbe hatte das nochmal? Piano-Mist. Weiß-Schwarz war so dieser Boden. Okay. Okay, du musst gegen die hier spielen. Splash Mad, Momo, JR Musician. Ja, Kalinki. Alles ist spannend. Wenn wir erstmal gegeneinander spielen, dann alle gegen mich nachher. Ja! Und hier ist Hunde-Tito. Weiß wie Sky-Venia. Und wir sind Dosen. Es ist auf jeden Fall knapp gerade noch. Oh, wow, weggesniped. Ja, hat er selber gemerkt. Hat er selber gemerkt, das war nicht so gut kaputt. Ja, wir haben inzwischen, wie ihr sehen könnt, Claircams immer. Könnt ihr reingucken, wenn einer einen Stock verliert. Vielleicht wird einer sehr wütend. Oder vielleicht lacht er auch. Oder vielleicht wird er sehr wütend. Und lacht auch. Ja doch, Claircams ist doch schon gut platziert. Wusste sonst nicht, wohin damit. Wohin damit? Unten. Na. Unten? Ganz unten? Kennst du? Ja, weiß ich nicht. Also das Einzige, was ist, da kommt ja immer dieser Kasten, wo man sehen kann, wo die Leute sind. Weißt du, was ich meine? Ach so. Ja, aber den benutzt eigentlich keiner, ne? Ja, scheiße. Ja, das ist fast schon. Und dann sehen wir jetzt auch hier irgendwie noch Even, glaube ich. Ja, es ist Even. Also ich meine, so langsam hat Skyvania ja ungefähr das Doppelte an Prozenten, aber an sich ist es ein F-Smash gerade. Eigentlich schon. Ui. Beißel vs. Beißel Junior. Irgendwann gucken, wann Junior den Meister übertreffen wird. Ja, vielleicht heute. Das kann lange noch ein bisschen dauern. Wow! Okay. Die Ei war mal richtig für den Arsch, aber ist okay. Ist okay. Hättest du keinen Sinn mehr gehabt, aber ist okay. Mhm. Das ist okay. Es ist okay. Oh, schau da an Grönemeyer. Kennt man? Oh, schau das an den Homie Herbert. Herbert. Wenn du zusiehst. Ja, safe guckt der zu. Der guckt immer zu. Herbert ist immer am Start. Der hat mit Prime reingesubbt auch. So wie ihr natürlich auch. Ne? Ihr habt ja noch Prime, so, dann subbt ihr natürlich auch rein. So. Kommt vorbei, kriegt eine Unterschrift von mir, dann passt es. Wir sehen uns jetzt hier auf Battlefield. Wieder mit derselben Mucke. Ist ja unglaublich. Von 900 Liedern kommt genau die gleiche Mucke. Das ist unglaublich. Upsi. Alles am schlimmsten alles ist es, wenn auf Battlefield die Mucke von Animal Crossing kommt. Ja, oder dieses von Olimar Pigment. Wo eigentlich gar keine Sounds. Sounds. Ja. Ja. So, Digga. Bock gar nicht. Ey. 900 Lieder und es gibt echt, ich meine, ja. 10% die einfach komplett kacke. Wenn Leute try harden, dann picken die diese Stage gerne mal. Ich meine die Musik. Mm. Also Counter picken die, einfach weil sie die Möglichkeit haben. Ja, bei denen nicht. Naja, die haben dann meistens Kopfhörer drin, aber die anderen nicht. Und dann, um die ein bisschen zu nerven, einfach Environmental ja, Noises. Das ist doch dumm, Digga. Die ist 900 Lieder, das ist so heftige Mucke. Ja, halt echt. Oh, oh, weggesniped. Frisbee, Abwehr. Ne, das weiß ich, Street Fighter, Final Fantasy, Castlevania, auch sehr brutale Mucke. Smash. Ja. Jeden Smash-Teil. Eigentlich nur geile Mucke. Ja, zu 90%, ja. Ja, schon, doch. Es fehlt noch so, fehlt vielleicht noch so ein paar Tracks. Ich würde sagen, von Donkey auf jeden Fall noch so zwei, drei Tracks. Ja, Gear Factory zum Beispiel. So Gear Factory. Ah, ich weiß gar nicht, wie die ganze Musik heißt, aber es gibt auf jeden Fall genug von Donkey Kong. Ich weiß nicht, ob diese Wasserwelt auch da ist. Aquambic irgendwas. Ich glaube, Aquatic Ambient ist... Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Die war auf vielleicht habe ich die geil. Auch... Aber die war auch auf jeden Fall safe. Ja, halt. Safe. Ja, hat noch viele Musik. Sticker Brush ist ja drin, ne? Oder? Sticker Brush ist drin, ja. Ja. Ja, doch. Die meine Herren. Das ist mein Wecker. Ja, ja, wirklich? Ja, das ist mein Wecker. Ich hab Jackson 5. Okay. Kleiner Unterschied, aber trotzdem geil. Und Crazy von Gnarls Buckel. Okay, ja, nochmal.
Naja, aber Sticker Brush. Und Undertaker-Theme. Oh, kann machen, da steht man Dose auf jeden Fall auf. Achso, okay, das ist seine Dose. Ja, also ist schon knapper auf jeden Fall als vor ein paar Monaten noch, ne? Vor ein paar Monaten? Digga, mein Ding, man nicht gespielt haben. Ich meine, in der Begegnung. Ja. Oh, sich selbst weggesniped. Einfach so, bam, weg, tschüss. Okay, 100%. Weiß ich nicht, bitter. Bitte Herbst, ne? Die Dynamik in dem Match ist halt auch eine andere als gegen Dackern gegen irgendeinen anderen Char, ne? Ja, die fetzen sich einfach. Ja, einfach Spam fetzen. B und dann Side B, dann wieder unten B und dann Side B und dann B. Ja. Gespannt, wie so ein anderes Duckhunt-Match aussehen würde. Wenn nicht Beißel gegen Beißel Junior spielen würde, sondern irgendwie, weiß nicht. Also ein anderer Duck halt, irgendwie so ein Czapoinski oder irgend so ein anderer. Weißt du, wie ich meine? Ja, safe. Zum Beispiel Squirrel. Ja, genau. Wie das aussieht. Das würde ich gerne sehen, ja. SV oder Squirrel gegen, gegen Beißel, ja. Ja, aber Bock zu sehen. Eigentlich ist es richtig so langweilig irgendwie. Ja, aber die beiden sind halt heftig. Die sind halt high level, ne? Ja, deswegen ist es auch wieder geil. Oh, aggressiv hier. Aggressiv! Direkt einmal unter der Stage durch. Oh mein Gott. Okay. Da war der Lock. Jab Locks. Ach, endlich mal andere Mucke, ja. So ein New Super Mario. Koopas, die tanzen. Ich hab Mario Wonders noch nicht weiter gespielt. Das ist nur im Spiel. Ja. Immer im Zug. Nur im Zug darf man das spielen. Oh. Ja, aber es weißt du, hier wirklich alles gecovert. Was nur geht. Oh! Hannen Fiddy? Oh, Dose nicht getroffen. Auch random, ne? Pausen mit Dose. Oh, ey. Ich weiß nicht genau, ob das seine vielleicht auch gar nicht war. Doch, das war seine, aber. Okay. Weißt du, man. Oh. Das Arma. Muss man die mit B immer so betätigen mäßig? Ich glaube, nein. Es kommt drauf an, manchmal kannst du sie auch so laden und dann. Aber ich weiß nicht genau. Das ist echt schon heftig. Physics! Ja. Physics! Das ist halt heftig, wenn du darüber Bescheid weißt und die anderen so gar nicht. Denkst du, wüsstest irgendwas über die Regeln von der Dose und auf einmal. Nee. Dose einmal schlägst und dann hat die ein Loch und dann musst du nach unten drücken und auf einmal explodiert die oder sowas. Manchmal fliegt die auch so ultra krank, wenn du nur einen Jab klickst dagegen. Ja. So sowas zum Beispiel. Ja, das ist dieses Charging-Ding. Du haust dann F-Smash rein, aber der bewegt sich nicht dabei und dann haust du einmal rauf und dann fliegt er auf einmal. Okay. Im Moment wieder ein F-Smash entfernt, so beide. Okay. Oh ja, geil, ey. Einfach eigene Dosen in den Kopf gehauen. Kann man machen. Kann man schon machen. Ja. Einmal ein Surf. Okay. Oh. Okay. Oh. Reverse Dose auf seinen Kopf. Aber getaggt von Skybanger und noch eine Dose auf seinen Kopf. Gunman trifft dann nicht. Gucken, wie Skyvania jetzt hier reagieren wird, ne? Was gar nicht so einfach ist für den armen Hund. Ja, ist jetzt halt schwer, nicht zu traden, ne? Nee. Beim Trade heißt im Moment. Ja, aber 137%. Ui. Einmal Dragon Ball Z. Ah, beide fliegen. Oh. Okay. Ja, schön, okay. Nochmal ausgeglichen. Okay, kann Skyvania vielleicht noch einen Stock holen und vielleicht noch ein Game. Vielleicht noch ein Set. Crispy an der Kante. Noch ein Turnier. Oh, Futsdul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 . Oh. Würde sich vielleicht das Game noch holen. Mhm. Auf jeden Fall sehr heftig. 164% auf dem Kopf. Oh, F-Tilt. Oh, da kommt die Frisbee von ganz hinten. Oh, er wollte unbedingt irgendwas haben. 57%. Okay. Oh, 69 Power. 69. Boom. Ist so 69 Power. 69. Und das war's. Ey, vielleicht spielst du als nächstes on Stream? Normalen Ding. Ja, okay.